Produktvideo stelle ich euch von Black Rapid das Tripod Jacket vor, also die Jacke für das Stativ. So könnte man das wortwörtlich übersetzen. Das ist ein ganz, ganz tolles, nützliches Tool, was um das Stativ herumgelegt wird. Und da sind ganz viele Taschen drin, wo man also dann auch sein ganzes Equipment reinmachen kann, wenn man es einfach direkt griffbereit an der Kamera haben möchte. Und das schauen wir uns jetzt mal eben im Detail an. Für die Demonstration habe ich jetzt mal hier eins meiner heißgeliebten Berlebach-Stative genommen. Einfach aus dem Grund, weil ich ein großer Berlebach-Fan bin, das ist ja bekannt. Und zum anderen natürlich auch dadurch zufälligerweise natürlich hier durch das Holz das Ganze sich auch so ein bisschen absetzt. Der Hintergrund ist ja auch ein bisschen dunkel. Da kann man einfach dann auch hier vom Black Rapid die Sachen dann viel besser erkennen und sehen. Wir haben also jetzt hier einfach, ja, es wird praktisch dann wie so ein Rock einfach hier so rumgestülpt. Also die Vorgehensweise, meine Vorgehensweise ist eigentlich die, dass ich hier oben erst einmal mit dem Ring hier oben das Ganze dicht mache. Also ein Klettverschluss. Das kann man also hier mit einem Sicherheitspin einfach dann oben das Ganze verbinden, damit es in sich schon mal geschlossen ist. Und jetzt gehe ich halt eben hin, also extra für euch natürlich auch auf der richtigen Seite, damit ihr auch richtig gucken könnt. Und wenn also hier alle Einheiten frei sind, hier in dem Beispiel ist es zum Beispiel hier einfach ganz normal die Verstellung der Säule, die ich dann also hier einfach lösen kann, um die Mittelsäule rauszuziehen. Und dann lege ich hier einfach eine Seite mit diesem Klettverschluss, der nach außen zeigt, einfach hier hin und kann das dann hier mit dem Gegenstück einfach dann hier so verbinden. So. Dann kann ich hier oben hingehen und dann gegebenenfalls hier oben einfach nochmal das Ganze etwas enger machen oder halt eben auslassen, je nachdem, was ihr da oben für einen Umfang habt. Und dieses Tuch, was hier an der Seite ist, das ist dafür gedacht, wenn ich jetzt also das Stativ einfach zusammenklappe und die Beine zusammen mache, dass ich das hier, das ist so ein Gummimaterial, also so ein Stretchmaterial, das ist also dehnbar, einfach praktisch einmal drumherum mache, damit er nichts rumschlackert und kann das hier ebenfalls über diesen Klettverschluss dann einfach befestigen. Aber das machen wir jetzt nicht, weil wir uns ja jetzt erstmal anschauen wollen, was wir jetzt hier im Prinzip alles mitmachen können, was da für Taschen dran sind und was man da so verstauen kann. Da sind also erstmal verschiedene Taschen, die in sich auch hier wieder mit Klettverschlüssen einfach verschließbar sind. Also man kann hier etwas reinmachen und also direkt zumachen. Hier vorne ist eine breite Tasche, da könnte man jetzt zum Beispiel einfach ein Blitzgerät reinmachen oder ein kleines Objektiv, eine kleine Kamera oder irgendetwas anderes. Hier vorne haben wir ein etwas größeres Fach. Da kann man also auch zum Beispiel jetzt hier direkt ein größeres Objektiv könnte ich da reinmachen oder aber auch zum Beispiel jetzt hier mit so einem kleinen Kamerabuddy ohne Objektiv. Der passt hier auch einfach rein. Also der ist eigentlich im Prinzip schon viel zu klein für das große Fach. Und dann ist hier an der anderen Seite, auf der ich jetzt gerade sitze, noch kurz hier nochmal drehen, ohne dass wir das Stativbein berühren da hinten. So, also hier oben auch nochmal so ein Fach, wo dann, wie gesagt, dementsprechend auch wieder Sachen rein gemacht werden können. Da gehen natürlich auch private Sachen rein. Also ich könnte hier mit Smartphone reinmachen oder irgendwelche anderen Sachen, Butterbrot, Butterstulle, wie auch immer. Butterstulle ist das richtige Stichwort. Hier sind also noch zwei Karabinerhaken an der Seite. Hier an der oberen Seite, hier oben könnt ihr das sehen, zwei Karabinerhaken. Hier ist der eine, da ist der andere. Und auf zwei Etagen verteilt können die also hier angesetzt werden. Und die sind also hier praktisch nochmal abgenäht. Das heißt, wir haben also hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Möglichkeiten, die Karabinerhaken einfach anzubringen und reinzumachen. Da kann man zum Beispiel jetzt einfach irgendwie eine Trinkflasche reinmachen. Die hängt dann hier einfach runter, ist ja auch ganz praktisch. Ne? Zwischendurch trinken muss man ja auch und soll man ja auch machen, bis der ja mindestens 2 bis 3 Liter am Tag. Ich mache das selber auch nicht immer, aber egal. Und dann kann man hier natürlich auch noch von Black Rapid die beiden neuen anderen Produkte, eins habe ich gestern ja schon gezeigt, das ist der Lensbag, praktisch die Tasche selber, die können also hier auch mit den Karabinerhaken einfach befestigt werden. Das heißt, man hat praktisch dann ein modulares System, was in sich geschlossen ist, kann also hier praktisch das dann einfach auch zusammen miteinander benutzen und mit dem Vorteil, dass ich die Tasche einfach abmachen kann, um sie zum Beispiel jetzt am Black Rapid Gurt auch einfach anzubringen. Dann haben wir noch ein Traveler Bag, das habe ich noch gar nicht vorgestellt, das werde ich die Woche jetzt auch nochmal machen. Das ist also eine Tasche ähnlich wie die Lensbag von gestern, die sieht so aus, ist natürlich viel größer, hat auch die Möglichkeit wieder einmal am Black Rapid Gurt angebracht zu werden, aber für mich interessanter eigentlich auch die Möglichkeit hier wieder mit dem Gürtel einfach als große Hüfttasche tragen zu können, mit allem Pipapo, wie gesagt, aber das ist ein Produkt, das ich extra vorstelle, auch das kann man natürlich hier mit den Karabinerhaken einfach verbinden und hier als modulares System einfach dann noch hier mit dran machen.
Ich gebe zu, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, ne, als die Kollegen ankamen hier und so Tripod Jacket, ich sage so, ja, was ist das denn? Und dann haben sie mir das gezeigt und dann habe ich gedacht, naja, kann man machen, aber na gut, habe dann festgestellt, sollte man auch machen. Das ist ja so eins von diesen Produkten, wenn man das mal ausprobiert hat und mit hatte, vor allen Dingen auch gerade draußen in der freien Natur, dann möchte man es eigentlich nicht mehr missen. Das ist so ein bisschen wie morgens aus dem Haus gehen und, oh verdammt, wo ist mein Smartphone? Ne? Und dann geht man nochmal rein, man fühlt sich so ein bisschen nackt einfach. Der Nutzen davon ist eigentlich hauptsächlich im Bereich der Fotografie zu sehen, meiner Meinung nach, also alles, was sich draußen abspielt. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade um die Jahreszeit auch draußen unterwegs bin, der Boden ist in der Regel eigentlich jetzt immer nass, ne, oder halt eben feucht und wie auch immer. Und wenn ich dann in den Wald gehe und die Tiere fotografieren möchte oder wenn ich jetzt einfach zum Beispiel im Sportplatz gehe, bei uns am Fußballplatz und da irgendwie Fotos machen möchte und mein Stativ aufbaue, wie so ein richtiger Profifotograf, ne, so im Sportlerbereich, im Sportbereich, dann habe ich also zwei Möglichkeiten. Entweder nehme ich mir irgendwas mit, wo ich meine Tasche draufstellen kann, ne, mein Fotorucksack, was eigentlich ziemlich doof ist, weil es wieder so ein Zubehörteil ist, was ich dann wieder später einpacken muss und das ist selber dann auch irgendwie nass und modderig. Oder aber einfach, ich lasse die ganzen Sachen die ganze Zeit im Rucksack, in der Fototasche drin, mit dem Nachteil, dass ich die ganze Zeit auf dem Körper halt eben überall so rumtrage. Und wenn man da so eine Stunde irgendwie rumsitzt oder rumsteht und rumläuft, dann ist das schon irgendwie doof. Also ich mag das nicht so. Da macht das Ding dann ganz großen Sinn, indem man hier einfach dann den ganzen Kram, den man normalerweise mit hat, also vom Akku über die Speicherkarte bis hin zum Objektiv und Blitzgerät, was man normalerweise in der Tasche mit sich rumträgt, wenn man also stationär fest irgendwo ist, dass man das einfach hier reinmacht und dann den Rücken frei hat und nichts weiteres mit sich führt. Außer vielleicht irgendwie dann noch ein bisschen was zu essen oder so. Und da macht das also wirklich ganz, ganz großen Sinn. Das Material ist wasserabweisend, also da kann man auch im Regen draußen, wenn man nicht gerade jetzt die Tasche aufmacht und es da reinregnen lässt, das geht ganz gut. Und ja, ich finde es ganz große Klasse, also wirklich ein ganz tolles Ding, was mich überzeugt hat. Ich werde das auch hier behalten, man kann ja nie wissen, ne? Ich muss ja auch mal raus zwischendurch. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr einfach einen Daumen da lassen. Ansonsten der Link unter dem Video ist in der Infobox drin, der führt auf die Produktseite hier von dem Hersteller. Und da könnt ihr euch nochmal die ganzen technischen Details bei uns dann im Shop einfach nochmal durchlesen. Und ansonsten sage ich dann bis zum nächsten Video und nicht vergessen, wie gesagt, die Traveler. Dieses Traveler-Kit, was ich hier habe, diese Tasche, die wird also noch separat extra vorgestellt. Und gestern habe ich ja nochmal von Black Rapid hier ganz normal dieses Lensbag vorgestellt. Die sind also auch modular hier ansetzbar. Alles in allem ist es ein System, was in sich abgeschlossen ist. Ganz große Klasse, kann ich nur empfehlen. Und bis zum nächsten Video.